Hier ist alles komplett zugebaut. Was man vielleicht machen könnte, wäre von hier aus hier runter, hier lang und dann hier mit drauf. Oder hier mit drauf. Aber am besten wäre hier mit drauf. Dann könnten die von hier ab, hier runter und hier mit lang, wenn die wollen, zu den Schmelzen. Und müssten nicht hier mit durch. Das könnte man mal versuchen. Nee, alles voll. Ja. Alles voll. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber wir können da so eine Riesenumleitung gerade mal bauen. Da habe ich jetzt gerade kein Problem. Was ist mit euch los? Ja, das ist. Hier ist jetzt der. Der Mittelweg hier ist jetzt komplett überlastet. Bewegt sich quasi nichts mehr. Dieser Kreisverkehr hier ist tot quasi. Aber wir machen das mal. Das ist eigentlich eine gute Idee. Landfill und dann komplett außenrum. Ja, ich hätte jetzt auch gedacht, hier nochmal, dass man hier auch die Möglichkeit gibt, nicht bloß nach rechts, sondern auch nach hier unten. Und dann hier so lang, hier durch, quasi durch das ganze Gebiet hier, nach rechts und dann hier an den dran. Auf den hier, da muss ich zwar durch meine ganze Solaranlage durch, aber da gibt's Schlimmeres im Leben, als durch eine Solaranlage durch zu montieren. Er könnte auch links beim Solar eine Schmelze bauen. Naja, gut, ob man da jetzt noch eine neue Schmelze da links bauen wollen, weiß ich nicht. Ich würde jetzt erstmal so eine Umleitung hier lang und hier durchbauen. Bis hierhin. Das Problem ist, die kommt hier raus und dann müssen die hier runter oder hier hoch. Das heißt, hier gibt es gerade noch keinen Weg nach oben. Den müsste ich dann unten noch hinbauen. Ach doch, gibt's. Hier lang, in den Kreisverkehr rein. Nee, das passt, das passt. Das machen wir mal. So eine Riesenumleitung. Da bin ich dabei. Da tun wir beide Strecken. Ja, es muss ja auch bloß der Weg nach unten, muss ja eigentlich bloß gekürzt werden. Das machen wir mal. Und zwar haben wir dann jetzt, da müssen wir erstmal hier so ein bisschen Platz machen, dass ich das sehen kann. So, hier. Es wäre eigentlich ganz cool, wenn ihr euch vor der Kreuzung einigen würdet, wo ihr hin wollt und müsst. Das würde mir sehr gut gefallen. Wir versuchen das mal. Oder eigentlich ist es mir auch wurscht. Wir können ja einfach hier geradeaus und runter machen. Und er macht auch geradeaus und runter hier. Und zwar genau mit da drauf einfach. Hier. Geh nochmal weg. Was hältst du jetzt hier an? Bloß weil hier wieder nichts absignalisiert ist oder was? Komm. Geh weg. Gut, das passt. Das ändert nichts. Erstmal. So, der wandert mit hier drauf. Und das ist jetzt unser Weg nach unten. Naja, jetzt ist das Problem, dass die alle keine Umleitung haben. Bub, du kannst weg. Und wir brauchen noch einen Weg hoch. Fällt mir auch gerade ein. Das Ding hier muss mal ganz kurz weg. Weil wir brauchen noch einen Weg hoch. Und zwar von hier. Hier kommt der Weg hoch. Der kann ja dann hier lang und hier mit drauf. Aber der muss gleichzeitig auch. Überfahren werden muss. Nein, das war nicht der Plan. Dammit. Das hier wurde dann so eine bescheidene Kreuzung. Merke ich gerade. Bin mir nicht sicher, ob ich die so haben will. Werde die, glaube ich, gleich ändern, die Kreuzung. Weil die wurde beknackt. Warte mal, wir können. Ja, ich muss hier aus meinem Roboport-Bereich raus, sonst beliefern die mich.
Pyrogar wurde wiederbelebt. Wunderbar. 32.000, 32.000. Na klar, nächste Geschützturmschaden. Wow, 4 Stunden ohne Tod. Ja, aber irgendwann muss es ja mal passieren, ne? Ja. Ist er wieder gestorben. Und. Durch das, was ich da jetzt mache, wird aber die ganze Kreuzung ein bisschen bescheuert. Ich hoffe, das klappt trotzdem noch. Wir werden es uns erstmal angucken. Ich kann die Kreuzung ja im Nachhinein dann später noch ändern. Ich mache die jetzt erstmal so knackt, wie sie halt wird. Da ist ja nicht so schlimm. Hier, du, danke. Und dann hätte ich gerne alles wieder. So, was, worauf musst du warten? Achso, hier ist nichts absignalisiert. Das ist das Problem hier. So, jetzt ist besser. Du bist Geschichte, aber du bist noch richtig. Und du auch. Und du auch. Und dann erst wieder irgendwo hier hinten. Bob. Sehr gut. Ja, ich hätte gerne hier noch eine Unterteilung. Stimmt schon. Das wäre ganz nett. Brauchen wir noch eine? Nee, ansonsten sieht es eigentlich ganz gut aus. Abgesehen davon, dass man von dem aus, von dem hier, müssen wir noch auf den da oben drauf kommen. Ah, schnell rüberrennen. Nein, nein. Oh. Zum Beispiel so hier, genau. Das ist nochmal relativ easy. Problem ist, wie signalisiert man das jetzt? Ja, ne, hier hin. Hier hin, hier hin. Hier hin. Hier hin. Und ja, das sollte es eigentlich dann schon gewesen sein. Gut. Ich hoffe, das funktioniert. Who knows? Aber wir brauchen eher schon mal bloß den Weg runter. Der Weg runter ist ja jetzt erstmal das Wichtige. Deswegen sollten wir den jetzt erstmal hier bauen. Also machen wir uns auch runter. 4 Stunden ohne Tod, ja. Quite impressive. Or not bad at least. So, bis hier runter kommen wir schon mal. Und dann muss ich mir mal überlegen, wo das lang soll. Da wir ja jetzt hier durch unsere Solaranlage irgendwie durch müssen. Das sollte eigentlich ja auch kein Problem sein. Bis hierhin, bis dahin. Und dann können wir einfach hier gerade runter machen, würde ich mal sagen. Einfach durch das. Das passt natürlich wieder genau. Das ist hier mal ein Stück Rücken. Ja, genau. Sehr schön. Jetzt können wir das hier nämlich einfach durchlegen. Problem ist, Signal muss auf die Seite. Also muss ich ziemlich viel wegräumen, damit ich hier durchkomme. Aber das macht nichts. Wir haben ja jetzt unseren Atomgenerator, um uns da keinen Kopf mehr drum zu machen. Steht denn der Baum jetzt in der... Verrückt. Einfach verrückt. Das hier würde auch gehen, eigentlich. Das ist ganz cool. Hier, machen wir bis hier hin. Oh, das passt genau. Also, abgesehen davon, dass ich hier keine Signale legen kann, passt das, glaube ich, genau. Bis wohin muss ich eigentlich mit dem Gerät jetzt hier? Muss mal gucken. Ungefähr bis hier. Okay, also können wir noch ein Stück. Das wird interessant. So, wie weit? Immer noch durch das Ding durch. Bis hier runter. Und dann muss ich mal gucken, wo der andere hier lang gefahren kommt. Den holen wir gleich von hier drüben ab. Irgendein Alarm? Inkorrekt Cargo loaded.
Ja, juckt mich ne. Weiß nicht, warum da inkorrekt Cargo ist. Den kann ich wieder nicht. Warte. Wissen, wenn ich den jetzt hier ins runter mache. Dann passt das immer noch nicht. Dammit. Und nach oben? Nach oben wird erstmal genauso beknackt, oder? Ja, ich glaube, das geht nicht. Ich muss einfach hier doppelt wegreißen, leider. Ein bisschen ärgerlich ist, aber was soll's. Gibt Schlimmeres, als ein bisschen Solar wegzureißen, nämlich zum Beispiel ein Zuginfarkt. Ein Zuginfarkt wäre viel schlimmer. Was denn jetzt? Wieso? Damn. Gut. Sag doch einfach, dass ich mich da verbaut habe irgendwann mal. Aber dann muss ich nicht so viel Solar wegreißen, das ist auch gut. Bis wohin muss ich denn damit? Bis Buxtehude, ne? Ja, hier lang. Bop, bop, bop. Danke. Blub, blub. Zugticket. Alles für den Hintern. Akkumulatoren. Warte mal, nicht so weit muss ich gar nicht. Das ist es schon. Pyro und Präzisionsbau. Das ist gleich erste Sahne. Läuft, läuft. Sag doch, dass das läuft. Was ist denn los? Hör doch mal jetzt auf mit deinem ganzen Alarmgedöns. Er geht mir doch auf den Schnürsenkel. Ja, das kann weg. Das weg, das weg. Oh, das passt. Wir haben einen Anschluss. Ich werd verrückt. Achtung, es könnten Züge langgefahren kommen. Auch wenn da noch kein einziges Signal sitzt. Polnische Bauarbeiter wären stolz auf ihn. Was denn jetzt? Jetzt auch noch Alarm hier. Was ist denn kaputt gegangen? Nix, okay. Mist, ich hab Strom abgerissen. Ich hab irgendwo Strom abgerissen gehabt. Ich, Hugo. Blub. Ja. Ich hab hier Strom abgerissen gehabt. Das ist natürlich ganz schlau gewesen. Blub, blub. Okay, läuft wieder. Alles gut, Jungs. Ihr könnt aufhören, mir auf den Sack zu gehen. Damn it. Wie kann ein Pyro nur so doof sein? Wie kann ein Pyro nur so doof sein? Ich weiß es nicht. Ja, ist ja gut. Mach gleich die Warnung aus. Oh, habt ihr gesehen? Da hat sich schon einer gesagt, jawohl. Neue Strecke? Nehm ich. Halt kein Problem. Mach's gut, Kollege. Der nächste auch schon. Hat bloß hier keine Signale, machen's unmöglich. Oder schwierig, sag ich mal. Blub, blub. Gut, dass das überhaupt nicht nervig ist. Das ist das Gute dran. Muss voll aufpassen. Sonst bin ich platt. Wie eine Flunder. Jetzt so zum Beispiel. Sehr gut, sehr gut. Ich finde das cool, dass jetzt hier doch einige hier lang düsen schon mal. Das ist nicht schlecht. Kann sein, dass sie dann gleich alle hier drüben stehen werden und nie langkommen, wo sie wollen. Wegen Kreisverkehr, aber das ist dann halt so, ne? Da kann ich nichts ändern. Nicht erreichbar. So, wir haben's. So, wer fährt wo lang? So viele machen gar nicht hier lang. Wir machen noch einige hier nach rechts. Das geht. Das geht voll. Ey, das sieht gut aus. Gut, wir haben jetzt noch keinen Weg hoch zu den Schmelzen. Dort lang. Über diesen Umweg. Ich glaube, der war gut. Ich glaube, das war eine gute Idee, die hier lang fahren zu lassen. Ja, ich weiß, alles timed out. Ich weiß. Die haben es alle nie rechtzeitig geschafft.
Die machen das jetzt aber noch. Die fahren ihre Runden ja noch zu Ende. Bis von der Eikel, ja. Wir haben's. Wir haben's. Ich glaube, es läuft wieder. Ist halt der Kreisverkehr hier so eine Sache. Der ist auch nicht geviertelt, sehe ich gerade. Das ist natürlich ein bisschen. Das macht den quasi noch unbrauchbarer. So, auf geht's. Was ist hier jetzt das Problem? Du kannst hier nicht lang, weil der hier steht. Sauber. 17k liefert der jetzt hier ab. Warte. Warum kommst du nicht hier runter? Ach so, weil hier das Signal muss hier hin. Dann kannst du nämlich bis da reinfahren. Und bist immer noch am Weg. Sauber. Das ist beruhigend. Alarm, Alarm. Zeug kann nicht ankommen. Ja. Juckt mich nicht. Glaube, das war eine gute Sache. Wie viele stehen jetzt hier Schlange? Einige. Sehr gut. Und hier kommt noch viel mehr. Das ist Achteln, ja. Stimmt, Achteln ist das. Habe ich das bei den Kreisverkehren hier gemacht? Ja, bei denen müsste ich es überall gemacht haben. So, der Kreisverkehr halt eng wahrscheinlich. Oder geht noch? Mal gucken. Ja, Zugticket wurde entfernt. Alles ganz doof. Was am döfsten ist, ist, dass er dann neue losschickt, die auch wieder Timeout haben. Muss die Timeout-Zeit wahrscheinlich einfach nochmal einen Ticken höher stellen. Mache ich mal kurz. Mod-Einstellungen. Wo ist hier Timeout in Tickets? Statt 24, mach einfach mal 40.000. 40.000 bestätigen. Du kannst die ruhig eine Weile. Ja, den Auftrag kannst du dir eine Weile speichern. Wenn die irgendwo festhängen, sehe ich das schon und kümmere mich dann darum. Aber das Problem ist, sobald er den Auftrag cancelt, wird er an den nächsten Zug vergeben. Deswegen sind unsere ganzen Depots jetzt auch gerade leer. Weil er die ganzen Züge nicht mehr mitrechnet, die hier noch unterwegs sind. Und dann haben wir jetzt erstmal eine Überladung. Na, jetzt wird hier viel zu viel überall abgeliefert. Aber sobald sich das hier wieder ausgekäst hat, sollte es eigentlich auch wieder gehen. Würde jetzt langsam Sinn machen, den Kreisverkehr hier zu ersetzen. Würde ich fast sagen. Blub. Irgendwas ist im Netzwerk nicht vorhanden. Ich will auf jeden Fall niemanden sehen, der umdreht. Wenn ich einen sehe, der umdreht, drehe ich euch um. Ja, du Sau. Ich fasse es ja nicht. Drecksack. Kannst du es dir wagen, hier umdrehen zu wollen? Wieso will der umdrehen? Wo will der hin? Der will nach oben, aber warum? Er hat Kupfer geladen. Wo will der hin? Dass der umdrehen muss. Aber er darf jetzt immerhin fahren. Da kann ich jetzt mal gucken, wo der hin will, der Idiot. Aha, rechts rum. Sehr gut. Da lang. Fährt bis nach. Der hat sich einfach bloß gedacht, ja, mein alter Weg, der war doof. Ich nehme mal einen neuen, der ist noch beschissener, aber egal, ich nehme trotzdem. Nicht schon wieder umdrehen? Nein, gut, sehr fein. Kein Umdrehen. So ist lieb. Von links kommt gerade keiner. Hier könnte in. Warte mal. Sonst ist das zu ineffizient. Hier muss so einer hin. Dass die können nämlich auch ruhig hier oben warten. Das geht schon. Wie gesagt, sonst wird das echt ineffizient hier. Wie heißt das Game? Factorio heißt das Game. Ja, die Zug-KI, manchmal eine Freude, ja. Sage ich dir. Aber ich glaube, jetzt geht's. Ich glaube, es fängt sich langsam wieder hier oben. Es geht alles noch, ne? Das hat schon geholfen, hier diesen. Abzweig da zu bauen. Ich meine, jetzt stehen die auch hier ein bisschen doof da. Aber das geht schon.
Der Kreisverkehr ist halt jetzt so eine Nullnummer hier. Wo willst du lang? Du willst da geradeaus. Da war schon wieder einer am Umdrehen. Hast genau gesehen, du Sack. Kreisverkehre. Echt schlimm, ne? Eigentlich müsste der weg. Ich hab bloß Angst davor, den umzubauen. Was ist mit euch los? Ach so. Du willst nach rechts, aber darfst, ne? Ist immer irgendwas besetzt. Deswegen der hier nicht lang kann. Na, lass da gleich den nächsten, jawohl. Ja, na gut. So habe ich mir das nicht gedacht. Ja, komm. Kommt jetzt das Silo? Ich bin mir noch nicht sicher. Ich bin mir noch am Überlegen, ob ich jetzt hier die. Ob ich jetzt hier einfach sage, der Kreisverkehr muss weg. Jetzt, wo hier auch ein Anschluss für die Strecke hier ist. Oder lasse ich den einfach da stehen und hoffe, dass sich das System auskäst. Ah, Silo, komm, ne? Silo eigentlich. Wir brauchen neue Kohle. Und wenn wir neue Kohle haben, kann ich den Kreisverkehr hier wegruppen. Und was anderes hinbauen. Es macht gar keinen Sinn, dass hier eine Doppelverbindung ist, weil es eh alles an dem Kreisverkehr hängt. Und wie Sau hängt es an dem Kreisverkehr? Ja, die mit ihrem komischen Links abbiegen. Umdrehen, ja, genau. Das haben wir doch gerne. Silo, Silo, hoffen. Ja, okay, ich mache jetzt Silo. Und wir warten einfach ab, ob sich das hier auskäst. Sieht nicht so aus. Sieht so aus, als wäre der Kreisverkehr jetzt hier der absolute Burner, sage ich mal. Hier stehen auch noch eine ganze Reihe Züge an, die hier gerne lang gewollt hätten. Ja, schön. Es ist so schön, wenn hier mal zwei Züge gleichzeitig losfahren, drüber fahren können. Das sieht man auch ganz gerne. Ach, hier will sogar einer mal nach unten. Nett. Nicht ganz vergessen, dass sie das jetzt auch dürfen. Also die, die von hier links kommen, die können auch nach hier unten. Das macht halt bloß. Ah, das macht keinen Sinn. Das macht für die keinen Sinn, nach da unten zu fahren, weil da nichts ist. Nur schon wieder. Was? Was, was, was? Was ist das? Wie laden? Wo stehe ich hier? Ich weiß es nicht. Ich lade das mal. Wird schon stimmen. Naja, ich bin hier und bloß am Hin und Her laufen, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Da hat einer angegriffen. Irgendwo. Warte mal, wo war denn das? Habt ihr gesehen, wo das war? Dammit. Wo haben die angegriffen? War das hier vielleicht? Könnte hier gewesen sein. Weil hier Kisilo ist. Hier ist zwar ein Silo, aber hier nicht. Das heißt, sie könnten hier irgendwo stehen. Von wo haben die jetzt angegriffen? RIP, ja. Ignoriere den Kreisverkehr einfach. Ja, aber ich ignoriere den Angriff jetzt nicht. Von wo kam der? Ja, wir kommen hier unten an die ran. Dann machen wir da unten nochmal ein Silo hin. Da ist kein Problem. Ich weiß nicht, wo die angegriffen haben. Ich speichere jetzt hier gerade mal. Damit ich dann einfach laden kann. Wenn die da wieder angreifen. Und es verteidigen kann. Da unten muss jetzt ein Silo hin. Schmelzen. Ja, denke ich eigentlich auch. Nur das hier muss ich irgendwie fixen. Hier ist leider nichts, was sich lohnt zu holen, außer die Kohle. Aber hier ein Silo hinzupacken, um mehr Freiraum zu schaffen, wäre nicht schlecht. Deswegen machen wir das mal. Ist schon wichtig, aber eintönig. Ja. Silo auch. Silo schießt auch bloß rum. Ja, ganz gemeine Gegner sind hier. Warte mal. Ich habe keine gescheute Muni mit. Jetzt. Wo ist es? Tatsächlich dort, ne?
Warte mal, wo ist das? Hier. Gut. Machen gerade Band kaputt. Es sind noch nicht viele. Das heißt, ich habe noch ein bisschen Zeit. Was ist denn das? Das ist der Mini-Viech. Der echte Mini-Viech. Gut, hier. Verteidigung. Date. Wo kam der denn her? Der war ja echt Mini. Meine Güte. Gut, wir machen uns jetzt da runter und bauen da unten in Silo hin, damit wir mehr Fläche kriegen, mehr Freifläche. Vielleicht können wir dann noch alte Silos mal wegreißen. Wenn wir genug. Irgendwie hier außen will ich das hinhaben. Bin mir noch nicht sicher, wie. Sag mal, hier wäre eigentlich ganz cool, ne? Hier so. Frage ist, wie kommt er da hin? Dann kann der Posten hier eigentlich weg. Der Posten hier kommt weg. Hier kommt jetzt das Silo hin. Und ich sage mal. Ich weiß nicht, ich muss das ein bisschen planen. Also der macht auf jeden Fall zu dem Silo hier. Silo 9. Das heißt, der müsste erst 9.1 anfahren. Das wäre hier. Und von hier aus dann nach da. Ich weiß nicht, von wo er kommt, aber er kann ja eigentlich von hier kommen. Würde uns ja keinen Ärger machen. Bauen wir das Ding jetzt hier hin. So, nach unten gedreht. Ist das richtig? In welche Richtung zeigt denn das jetzt? Ne, jetzt ist nach unten, ne? Ja, ist einfach mal hier hin. Super, hast direkt schon Strom. Ja, das stimmt. Habe ich alles, was ich hier brauche? Denke mal. Okay, den Strom, den nehmen wir hier auch gleich. So. Strom ist da, wunderbar. Das heißt, das ganze Ding freut sich schon mal, dass es existieren darf. Jetzt wird's interessant, ob das hier hoffentlich funktioniert. Das kann sein, dass das Ding komplett über den Haufen gerannt wird. Ich kann hier aber noch mal zur Unterstützung Lasertürme mit hinbauen. Einfach zur Sicherheit nochmal hier Lasertürme. Da, wunderbar. Alles voll mit Lasertürmen. Die haue ich dann nachher wieder raus. Aber das brauche ich jetzt erstmal. Sicherheit. So, von hier aus macht er dann nach links. Irgendwie. Von mir aus. Und zwar hier so lang. Um dort drüben wieder auf das andere, auf die andere Strecke mit drauf zu kommen. Da hier. Ich werde ihm vielleicht mal eine echte Strecke bauen und das richtig planen. Ich wünschte, man könnte den. Jetzt ist ja natürlich so ein Ding im Weg. Dem abbrechen. Ne, der macht ja immer, oder der versucht immer, sagen wir mal, das volle Ding zu fahren. Und das volle Ding ist aber voll doof. Niklas, schönen guten Abend. Jetzt das Wichtige ist, gibt. Wichtig. Gibt Angriffe. Hast direkt Strom. Eine Frage. Das entschied ich mir in Volldampf voraus. Bei keine Solaranlagen. Zählen darunter auch die Akkus? Oder nur die Paneele? Das sollten nur die Akkus zählen. Nur die Paneele zählen. Würde ich zumindest denken. But not sure, du. So, du. Hier mit drauf. Dankeschön. Kriegst jetzt hier so ein Teil hin, hier so ein Teil.